Ein Aussagesatz ist ein Satz mit einer Äußerung. Es kann sich bei einem Aussagesatz um eine richtige oder um eine nicht richtige Äußerung handeln. Zum Beispiel: Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. New York ist die Hauptstadt von Amerika. Der Präsident von Amerika heißt Donald Trump. Heute beginnen die Ferien. Aussagesätze haben in der Regel ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt. Bei einem Aussagesatz steht das Verb immer an Position 2. Am Ende eines Aussagesatzes steht immer ein Punkt. Beispiele für einfache Aussagesätze: Das Verb steht immer an Position 2. Erster: Ich komme aus Italien. Zweiter: Ich wohne in Hamburg. Dritter: Ich lerne Deutsch. Vierter: Sarah geht zum Friseur. Fünfter: Der Kanarienvogel sitzt in einem Käfig. Sechster: Farid isst gerne Schokoladeneis. Siebter: Ich trinke gerne Apfelsaft.